Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video auf meinem Kanal. Wir werden heute Rosa zocken, deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt hier ein neues YouTube-Video raus und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Migo TV, hier kommt der YouTube-Kanal. Games und Beats, ich bin der Boss im Saal. Fortnite, Call of Duty, das sind meine Spiele. Mit dem Lenkrad, Ohr zu Fuß, ich zeig euch die Rennen. Ich zocke die Schlachten, fange die Pokémon. Ich nehme euch mit auf eine Reise, los geht's schon. Fiona und Hiro, meine Katzen sind dabei. Wir haben Spaß und sind bereit. So, wir spielen heute mit Rosa. Sie ist ein Tank und ja, sie wollte schon auf jeden Fall zocken. Wir hatten ja davor. Wo ist er? Daryl? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich bin blind, wie immer. Da ist Daryl. Auch Max Power gespielt gehabt. Passend zu ihm. Wir haben auch gestern super, super geil gestartet mit einfach einem verdammt nochmalen 5:1. Richtig, richtig nice. Nächstes Spiel ist ja am, glaub, Mittwoch gegen Ungarn. Könnt mal reinschreiben, was ihr denkt, wie wir gegen Ungarn spielen werden. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht tippt ja einer von euch richtig. Das wäre mir auf jeden Fall krass. Ich hatte tatsächlich 3-0 oder 4-0 getippt gehabt. Aber 5:1, geisteskrank cool. Sehr, sehr, sehr nice. Also wir werden heute Rosa zocken. Mir fehlen halt leider noch 240 für den ersten Upgrade. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr in den Gadgets habt. Dornbüsche oder Wachstumsbeschleuniger. Bei den Ausrüstungen natürlich hier bei den zwei und Star Power Pflanzenleben oder Dornhandschuhe und bei der Hyperladung, da brauchen wir nicht diskutieren, da können wir nichts aussuchen. Aber es wird ein weiter Weg sein mit Rosa. Wir gehen mal auch hier auf Gratis-Geschenke, wie immer. 5 Credits. Kommt Dracul mal näher, 1911, sehr, sehr nice. Und nochmal ein XP-Verdoppler. Gut. Wir gehen auch in Solo-Shooting rein, testen mal Rosa aus, machen die ersten Runden. Heute testen wir nur Rosa. Und bin ich mal gespannt. Und übrigens, heute um 16.30 Uhr sind wir auch live auf YouTube. Also wenn ihr das Video heute seht, heute Samstag, den 15.06.2024, sind wir um 16.30 Uhr live mit Super Mario Bros. Wonders. Also wenn ihr mitzocken wollt, könnt ihr das gerne machen. Oh Gott, und... Gut, Nita hat uns was geholt. Perfekt. Haben wir den ersten Kill geholt. Ich würde es mir interessieren, ob wir jetzt schon gegen Bots spielen oder gegen richtige Gegner. Ich erkenne es nicht. Ich bin irgendwie da so blind. Woran erkennt man es nochmal? Ich weiß, ihr habt es schon für öfters reingeschrieben, aber schreibt es nochmal rein. Mich würde es mal wirklich interessieren, was ihr von ihr hält, von Rosa. Ob es eine gute Brawlerin ist oder ihr nicht so eine gute Brawlerin ist. Aber ich dachte mir, ey, ich will ihn... Brawler hier auf Max-Level spielen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Perfekt. Nächsten Kill. Sieht auf jeden Fall nach einem Sieg aus. Ja. Showdown. Oh Gott. Was war das denn, bitteschön? Wir sind beide in der Zone gestorben. Also, was war das denn für eine Runde? Wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Und hoffentlich mal mit einer Runde, wo wir im Finale die Leute auch, ne, besiegen, aber nicht die sich allein in den Tod stürzen. Junge, Junge, Junge. Hello, hello, hello. Perfekt. Ersten Kill geholt, schön abgesnackt. So. Hätte mir auch mal durchlesen sollen, was die Ult bringt. Vielleicht sollten wir es gleich nach der Runde machen. Lassen Edgar. Das nehmen wir noch ran. So, perfekt. Showdown gegen Edgar, okay. Okay, easy besiegt. Das war sehr, sehr nice. Ich will mir mal jetzt ganz kurz die Ult durchlesen. Ja, Siegesserie, Stufe... Okay, okay, okay. Stimmt, Sterne können wir öffnen. 25, noch ein Stern. Epic, okay. Wow, okay, nicht so geile Sachen. The Rosa, Super Skill Naturschutz. Rosa erhält 3 Sekunden lang eine zweite Haut aus widerstandsfähigen Rankengewächs.
die sämtlichen Schaden für die Dauer des Effekts um 70%. Okay, das ist cool. Okay. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, dann sollten wir es eher benutzen und nicht, so wie ich es gerade die ganze Zeit gespielt habe, wenn ich im Angriff gehe, dann das Spielen. Okay, gut, sehr, sehr cool. Nehmen wir mal nochmal rein. Dann gucken wir mal, wie wir diesmal abschneiden. Perfekt. Wieder den ersten Entry-Kill gemacht. So. Was mich auch interessieren würde, ich weiß, ihr guckt gerade Brawl Stars, aber wie findet ihr Valorant? Weil ich zocke momentan Valorant und ich bin dabei, auch besser in Valorant zu werden. Macht momentan sehr, sehr, sehr viel Spaß, das Game tatsächlich. Also ich habe mich in das Game tatsächlich verliebt und will es auch in Zukunft öfters zocken. Deswegen würde es mich mal interessieren. So, jetzt haben wir es, glaube ich, richtig eingesetzt. Ja, perfekt. So, 11 Stück. Wir gehen gleich ins Finale rein, das sehe ich jetzt schon. Oh Gott. Den werden wir uns auf jeden Fall absenken. Ja, perfekt, das war ja sowas von easy. Hä? Wie geil war das denn, bitteschön? So, Stufe 7. Wir machen noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch, auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ich schreibe mal auf jeden Fall rein, wie ihr auch Valorant finden würdet. Falls ihr Valorant kennt und falls ihr Valorant noch nicht kennt, würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Weil momentan bringe ich ja keine Fortnite-Videos mehr, weil ich mir die aktuelle Season einfach nicht so gefällt. Wollte ich auch vielleicht ein Video dazu bringen, aber es macht wirklich so wenig Bock, dass ich gesagt habe, ey. Macht so wenig Bock, dass ich gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock, jetzt ein Fortnite-Video zu bringen. Aber vielleicht will ich einfach... So, nächsten Kill. Wollte die uns jetzt gerade einfach holen. Oh, 5%... Ups. Hätte ich vielleicht aufladen sollen. Perfekt, der nächste Kill. Oh. Wir spielen gegen noch eine große. Perfekt, aber wir sind die bessere Rosa. Und Leute, wir machen so viele Kills. Und das war's, Junge! Wie gut sind wir denn? Also Rosa macht richtig Spaß, hä? Schreibt mal auf jeden Fall rein, wie ihr Rosa findet. Nächste Quest abgeschlossen. Nächste Sterne, die wir öffnen dürfen. 50, super selten. 200 XP, okay. Aber bestimmt haben wir hier Battle Pass. Ja, Battle Pass kriegen wir einen Aufstieg. Wow, 2 Level Aufstiegs. 100 Links. Epic, okay. Als ob. Neuer Skin. Sehr cool. Und hier nochmal, das ist sehr, sehr wichtig für Draco. Ich will Draco auf jeden Fall als nächstes dann durchspielen. Dauert noch ein bisschen, aber wir werden es auf jeden Fall noch machen. Wir sind Level 36 im Battle Pass. Und ich würde sagen, das war's mit einer Runde Brawl Stars. Und es ist ausgegangen, perfekt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues Video raus. Schreibt, wie gesagt, rein, wie ihr Rosa findet. Und wie ihr wie ihr Valorant findet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao. Like das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.